Seit Sonntag kann man jetzt Fortnite auch für Android runterladen, nicht nur für iOS, wie es vorher war, sondern jetzt auch für Android-Smartphones, die jetzt wahrscheinlich hier die meisten haben. Und ja, das ist natürlich hier ein großer Vorteil für viele, allerdings natürlich nicht im Google Play Store, haha, hat sich Epic Games einfach so gedacht. Nein, warum es nicht im Google Play Store verfügbar ist, in diesem Video. Viel Spaß, nach dem Intro geht's los. Bis gleich! Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich bin NoskeGamer, ihr kennt mich ja. Und wir sind wieder zurück mit einem neuen Video hier. Es ist zwar gerade irgendwie so ein bisschen Sommerpause. Ich habe ja jetzt gerade nicht so viele Videos am Start. Aber ich bin heute mal wieder, weil es mir ganz wichtig ist, das Anliegen ist mir ganz wichtig. Ich bin zurück für Google Play. Naja, eigentlich für Epic Games und Google Play. Allerdings werde ich euch heute zeigen, warum Google Play Store, ihr habt den alle auf eurem Handy wahrscheinlich, nicht Fortnite anbietet. Ganz einfach, ich werde es euch erklären und dazu noch meine eigene Meinung sagen. Oh, da oben ist ein anderer Gegner gelandet. Und ja, es ist ganz einfach. Epic Games verdient ja relativ viel Geld, das wisst ihr ja. Und es ist natürlich auch nicht kostenlos, jetzt seine Apps hier in den Google Play Store zu stellen. Einerseits hat man eine kleine Gebühr für einen Account. Das sind 50 Euro, soweit ich weiß. Das sollte Epic Games eigentlich noch bezahlen können. Das ist jetzt nicht so viel. Allerdings musst du dann auch, wenn du In-App-Käufe hast, die es da drin gibt, also Mikrotransaktionen, wie sie die Fachleute nennen, dann musst du 30% von dem Gewinn abgeben. Das ist jetzt bei Epic Games wäre das ungefähr, ich sag mal, boah, wie viel waren das? Es war auf jeden Fall viel, 154 Millionen, glaube ich, oder so im Jahr. Also relativ viel, weil Epic Games ist ja ganz schön reich von euch jetzt, weil ihr hier die ganzen Skins kauft und ja, das wollen die eben nicht bezahlen, weil das ist relativ viel. Deswegen geben sie es jetzt im Prinzip nur in als APK selber im Internet. Allerdings gibt es natürlich auch Fake-APKs, wo dann noch Viren dabei sind. Die gibt es natürlich hier ganz viele. Und da weiß man gar nicht, welche die richtige ist. Ja. So. Und jetzt im Anschluss gibt es noch meine eigene Meinung. Aber davor brauchen wir noch einen Warnhinweis. Ganz wichtig. Warnung, im Nachfolgenden werde ich jetzt meine eigene Meinung kundtun. Die könnte für manche Nutzer selbstverständlich verletzend sein. Deswegen empfehle ich euch abzuschalten, wenn ihr Battle Pass Nutzer seid oder einfach rumheult, wenn jemand die kleinste Kleinigkeit über Epic Games oder Fortnite sagt und meckert, wenn ihr nicht mit Kritik umgehen könnt. Allerdings würde ich mich freuen, wenn ihr trotzdem dran bleibt, um jetzt mal hier ein bisschen aufgeklärt zu werden, was ihr hier eigentlich mit eurem Geld macht. Ich finde, Epic Games verdient sehr viel Geld. Das ist auch die wirkliche Wahrheit. Das wissen wir ja. Und daran seid einfach und alleine ihr schuld. Also seid ihr indirekt daran schuld, dass es jetzt nicht im Google Play Store ist. Ihr seht, ich habe kein Geld für Fortnite ausgegeben und spiele trotzdem. Es macht trotzdem Spaß. Und man kann auch wirklich ohne Geld was erreichen in diesem Spiel, auch wenn alle sagen, No Skins sind scheiße und sind automatisch schlecht. Das macht überhaupt keinen Sinn in meinen Augen. Also ich sag's mal so. Ihr überhäuft Epic Games im Prinzip mit dem Geld. Sie haben jetzt zu viel und können jetzt nicht bei Google Play das mitmachen, weil ihr wieder dann zu viel bezahlt und sie dann zu viel abgeben müssen und sie das Geld selber behalten wollen. Ja, jetzt die Meinung. Im Prinzip sind sie einfach nur geldgierig und wollen das Geld selber haben. Ich find's scheiße von denen. Ihr müsst euch mal die Skins anschauen. Am Anfang war da so einer wie dieser China-Drachentyp oder so. Die waren übel geil. Der Raven Skin, da haben sich welche Mühe gemacht, wirklich mit. Auch mit dem Omega und so. Und dann gibt es aber manchmal welche, die sind einfach nur Geldmacherei. Zum Beispiel der Party-Löwe oder wie er heißt, dieser extrem hässliche Tomato Head. Wer war das denn noch? Der mit dem Motorradhelm. Die sind extrem hässlich. Das ist gar nichts. Das ist einfach nur dieselbe Figur mit einem Helm auf dem Kopf und ihr bezahlt dafür 10 Euro. Ganz ehrlich, das ist das ist wirklich nur Geldmacherei, das wisst ihr. Und wenn ihr dafür nichts ausgeben würdet, hätten wir jetzt dieses Spiel im Google Play Store. Ihr seid indirekt daran schuld. Und ihr wisst auch gar nicht, was ihr mit dem Geld macht. Also ihr ergibt es einfach jetzt hier Epic Games einfach für nichts. Ihr sagt, schaut dann im Spiel, habt ihr dann eine andere Mütze auf. Im Prinzip den Motorradhelm zum Beispiel.
Oder dieses komische Party-Outfit mit dem komischen Jacke und dem komischen Wuschelkopf. Die sind ganz lustig. Ich sag's, die sind ganz lustig. Allerdings könnt ihr mit euren 10 Euro auch viel mehr anfangen, als so einen Battle Pass zu kaufen. Ich meine, ja, ihr sagt, es ist billig, weil man es danach wieder hat für den nächsten Battle Pass. Aber ihr habt einmal 10 Euro ausgegeben. Was könnt ihr noch mit den 10 Euro machen? Ihr könnt jetzt zum Beispiel hier bei McDonald's könnt ihr 10 Hamburger davon kaufen. Das ist jetzt, ja, davon werde ich eine Woche satt, sag ich euch. Also, ganz ehrlich, das ist eine bessere Anlage als jetzt so. Oder ihr könnt meinetwegen ins Geschäft gehen und euch irgendwas Geiles kaufen. Zum Beispiel, was gibt's denn für 10 Euro? Manchmal haben sie so Angebote, keine Ahnung. Also von den In-App-Käufen halte ich allgemein nicht so viel. Es gibt so manchmal Angebote von PS4-Spielen, die kosten dann nur 10 Euro, so Assassin's Creed oder sowas. Das würde ich mir holen an eurer Stelle und jetzt nicht hier so einen doofen Battle Pass kaufen. Er bringt euch nämlich im Prinzip gar nichts. Es ist meine Meinung, ihr dürft mir ja jetzt nicht so ganz viele Dislikes geben dafür, weil, ja, ganz ehrlich, ich habe ja eigentlich habe ich recht. Aber ja, ist eure Entscheidung. Es wäre schön, wenn ihr jetzt nicht das ganze Video hatet, weil ich jetzt mal meine Meinung hier kundtue. Aber ihr könnt wirklich viel mehr mit dem Geld anfangen. Ihr könnt spenden. Dann haben andere Kinder in Afrika zum Beispiel, haben dann was zu essen und können in die Schule gehen davon. Und ihr? Ja, was macht ihr mit dem Geld? Ihr kauft euch davon so eine komische Lizenz, wo ihr dann damit komische Skins einsammelt, die voll hässlich sind und hüpft dann in so einem Computerspiel rum. Und ja, es ist im Prinzip, es ist eine lustige Sache. Ich verstehe es auch, dass man sowas haben will. Aber ich verstehe es nicht, wie man so viel Geld dafür ausgeben kann. Und jetzt dann rummeckern, dass es nicht im Google Play Store ist, daran seid ihr einzig und alleine schuld. Epic Games will auch nichts von dem Geld jetzt abgeben. Leichter konnte man ja noch nie Geld machen, ne? Im Prinzip ist es wie Geld drucken. Ein Mitarbeiter setzt sich an den Schreibtisch, geht jetzt in sein Programm rein. Unreal Engine macht er das, glaube ich. Dann macht er, nimmt er den Skin vom letzten Mal, verändert ein paar Farben und ein paar Formen. Und dann verkauft das wieder für 20 Euro. Ja, einfacher konnte man noch wirklich noch kein Geld machen und das kaufen dann wirklich noch alle Leute. Also, ganz ehrlich, mit dem Geld könntet ihr wirklich Besseres anfangen. Es ist eure Sache, was ihr mit eurem Geld macht. Das ist meine Sache, was ich hier sage. Ich mein's wirklich ernst. Meckert nicht, dass es nicht im Google Play Store drin ist. Kauft einfach nicht mehr von Epic Games. Dann, nee, okay, dann tun sie es wahrscheinlich auch nicht in den App Store, in Google Play Store, weil sie dann sauer sind. Aber ich sag's mal so, die haben zu viel Geld. Aber die können jetzt auch nichts davon abgeben, weil die wollen ja nicht, dass Google ihnen jetzt hier Konkurrenz macht, sondern die wollen das Geld selber behalten. So, da könnte man ja irgendwie mal drauf kommen, dass es dann andere gibt, die hier dann Fake-Apps erstellen, die dann euch mit Viren überhäufen, was es auch wirklich ist. Und ich meine, die APK, ich habe es probiert zu installieren, die geht nicht mal auf meinem Handy. Mein Handy ist jetzt wirklich eins von den neueren Modellen und ja, im App Store, Play Store funktionieren ja immer die meisten Spiele bei mir. Also daran könnte man wirklich arbeiten, liebe Epic Games Leute. Aber was ihr mit eurem Geld macht, ist mir scheißegal. Ich meine nur, ihr könnt jetzt besser anlegen und ich mein's so, was könntet ihr noch mit den 10 Euro machen? Ihr könntet jetzt so einfach in die Bank einzahlen, dann kriegt ihr Zinsen dafür, alter Vater. Ja, das ist, ihr kriegt Geld dafür, dass es der erste Bank leiht. Kriegt ihr hier irgendwas dafür, dass ihr 10 Euro ausgibt, einfach so? Nein. Und ihr könnt die 10 Euro von der Bank auch wieder zurückholen. Das ist der Vorteil. Das ist kein Product Placement, ich mein's ernst. So, da hinten ist jetzt ein Gegner. Ihr habt das Let's Play wahrscheinlich schon gesehen. Ich hab's jetzt nochmal verwendet. Ja. Und ich hoffe, ich konnte euch mal ein bisschen überzeugen davon, dass ihr eigentlich hier im Prinzip euer Geld zum Fenster rausschmeißt. Was ihr jetzt macht, ist eure Sache. Da will ich mich auch gar nicht einmischen. Ich meine nur, beschwert euch nicht, dass es nicht im Google Play Store ist. Epic Games könnte mal ein bisschen kundenfreundlicher sein und jetzt nicht hier so das Geld scheffeln und einfach nur auf Geld gehen, weil sie einfach geldgierige Hähne sind oder sowas. Könnten einfach mal sagen, ja, gehen wir halt 150 Millionen ab im Jahr. Und dafür sind unsere Nutzer zufrieden. Vielleicht kaufen dann ja auch mehr Leute die Skins. Schauen wir mal, was Epic Games jetzt macht. Und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, trotz meiner ehrlichen Kritik. Was ich wirklich denke, ist es. Und ja, ich hoffe, ihr gebt mir jetzt nicht ein Dislike dafür. Aber auf jeden Fall abonnieren bitte und die Glocke aktivieren. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Es würde mich sehr, sehr, sehr freuen.
Und ich bin ja sowieso kein Fortnite-Fan. Seht ihr auch in den anderen Fortnite-Let's Plays. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Lasst auch einen Kommentar da. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut und tschüss.